As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Erneut Mark of the Ninja, ein durchgenudelt hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin. Und wir sind wieder dort, wo wir damals aufgehört haben, in einer brenzligen Situation. Zwar sieht hier alles mit unseren Zielen sehr gut aus. Selbst die Punkte sind nicht mehr in allzu weiter Ferne. Da können wir gerade schauen. Es geht noch ein Eck. Da lässt sich noch was machen. Aber die eigentliche Situation, die sieht so aus. Alarm, Hunde, bewaffnete Menschen und alle wollen dasselbe, uns töten. Ich schnappe mir den gleich. Das war nicht so gut. Aber das macht nichts. Der Alarm ist eh schon ausgelöst. Wir probieren es mal auf diese Weise. Ein bisschen rabiat. Wo ist der andere? Na! Junge! Darf ich jetzt? Danke. Wie mache ich denn diesen Roundkick, den ich da gelernt habe? Mache ich den schon hier im Angriff automatisch? Jetzt können wir mal gucken, ob das hier Auswirkungen auf die hat. Hm, nein. Ich meine, wie gesagt, der Alarm ist eh schon ausgelöst. Können wir mal ein bisschen Action reinladen, ne? Aber die Punkte lassen wir uns halt auch nicht entgehen. Wobei das vielleicht auch nicht so klug war. Kriege ich denn Punkte für erfolgreiches Kämpfen? Ja, kriege ich. Oder war das das, was ich gerade eben bekommen habe? Na, wir sind ohnehin drüber hinaus. Oh, oh, oh. Was ist, wenn ich auf den werfe? Okay. Ich muss jeden einzeln. Kriege ich die dort hinten nicht? Ach, da ist es. Das habe ich gesucht und übersehen. Und bam, aus heiterem Himmel. Ja, das war eigentlich gerade sehr cool. Und du schnüffelst noch. Hier ein wenig Irritation. Den holen wir uns auch noch. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Na, der hält aber eine ganze Menge aus, ey.
Boah, hey. Also ich sitze hier mit Kopfhörern und dieses Sirenengedings hier, das geht schon echt an die Nerven. Da mache ich doch mal meine Lautstärke einen Ticken runter. Das ist schon extrem. Wobei ich jetzt aber auch nicht weiß, ob das Einfluss aufs Spiel hat. Das ist jetzt schlecht zu wissen. Good work. Now he can't get away from us. Ja, sicher, so wie es sich gehört. Kein Alarm ausgelöst, oh. Na egal. Was soll's. Wir haben genug Punkte. Die Sache ist geritzt. Und zwar an der richtigen Stelle. So, da sind wir auch wieder in unserem Ausrüstungsmenü. Ein paar neue Sachen sind dazugekommen. Was haben wir denn? Tolle Dämmerung. Lehn dich gegen eine Tür und drücke linke Maustaste, um einen Feind durch die Tür hin hereinzuziehen. Und erledige ihn dann. Was? Fleder? Ach, Fledermausbeute. Während du an der Decke und an einer Stange hängst, drücke nach unten und dann linke Maustaste, um Feinde mit einem geräuschlosen tödlichen Angriff von oben zu erledigen. Ist das nicht das gleiche wie hier? Nein, das ist ein Haltepunkt. Mit diesem Spezialtraining und besseren Werkzeugen kannst du Schlüssel viel schneller knacken. Okay. Halte nach oben und drücke linke Maustaste, um einen Drehkick auszuführen. Ah, okay, jetzt wissen wir wieder, wie das ging. Das habe ich vergessen. Gepanzerte Ärmel bietet einen zusätzlichen Schutz, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Naja, so wie wir uns am Ende angestellt haben, wäre das vielleicht ganz sinnig. Ablenkungsfackel. Ein alchemistisches Licht erweckt die Aufmerksamkeit von Wachen, die das Leuchtsignal sehen und blendet sie, wenn sie Nachtsichtbrillen tragen. Nachtsichtbrillen. Okay. Verbesserte Geräuschentwicklung. Drücke Q, um sie nach dem Wurf zu aktivieren. Ah, okay. Aus der Ferne gezündet. Das ist natürlich... Das erinnert mich gerade stark an Splinter Cell. Also was favorisiere ich? Das hier ist auf jeden Fall ein Favorit. Das hier auch. Ich habe noch nicht mit den Leuten zu tun gehabt, die Nachtsichtgeräte hatten. Das hier eigentlich weniger. Ich will es nicht drauf ankommen lassen, auf die Kämpfe. Mit diesem Spezialtraining. Schlösser schneller knacken. Naja. Das ist auch ganz interessant. Und das hier. Also 6 Punkte, 6 Punkte, 5, 3. Kann ich also nicht beide nehmen? Das hier sind 3 Punkte. 3 Punkte. Die sind jetzt mal nicht so gewichtig. Also die 4 hier. Was haben wir hier? Das haben wir vorhin gelernt, genau. Steht hier noch was? Nein, nichts weiteres. Okay. Das heißt, 3 und 5 sind 8. Dann können wir nichts von dem hier nehmen. Wir haben hier 6 Punkte, dann könnten wir nur noch das hier nehmen. Durch die Tür oder von oben. Durch die Tür ist jetzt nicht so notwendig. Ich kann die Tür auch öffnen und die dann erledigen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Von oben ist höchstens dann interessant, wenn sie nicht laufen. War jetzt aber auch eher Seltenheit. Ich glaube, ich nehme die beiden. Das deutet auf neue Gegnertypen hin. Und das hier finde ich einfach grundsätzlich nützlich. Das nehme ich. 2 Punkte sind über. Einer fehlt. Fertig. Ja.
Ablenkungsgegenständen. Ach ja, da fehlt wieder das D. Und hier haben wir auch noch nicht sehr viel freigeschaltet. Die sind jetzt neu dazugekommen. Okay. Ich kann auch maximal nur 5 haben. Kann ich die im Nachhinein austauschen? Okay. Anklicken muss ich die nicht, ne? Nanu. Was jetzt passiert? Moment, ich kann immer nur eins auswählen, oder wie sehe ich das? Hä? Nein, Moment. Kann ich das rückgängig machen? Sollte man sich mal merken, wenn man hier immer nur eins auswählen kann, offenbar. Na gut, dann sind wir hier fertig. Corporal Kelly, would you care for a sip of this Riesling Scotch, please? It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tart. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. So, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas... These peasants! They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Personally. Yes, sir. That's the tower. But it's under heavy guard. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. You remember the story of Sawayama Castle, right? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Also entweder habe ich was verpasst oder ich kenne die Geschichte nicht. Wow, das fängt schon gut an. Also gut, gehen wir nach links. Was haben wir hier? Look. Another equipment cache. Oh. Ja, also, was haben wir gerade gesehen? Das wird offenbar zu einer ziemlich persönlichen Angelegenheit. Nur der große Drahtzieher, der hat offenbar nicht die in der Hose, um das selbst zu regeln. Wie üblich. Die feigen Leute, die sitzen immer an der Spitze, ne? Stachelmine. Oh, das hört sich schon mal schmerzhaft an. Lege eine Stachelmine aus, um die erste Wache zu töten, die darüber läuft. Wirf sie nicht zu nah an Feinde heran, sonst hören sie den Aufprall. Alles klar. Das ist gemein. Checken wir doch gerade mal unsere Ziele und Siegel aus und die Karte. Also das geht wieder in alle Richtungen. Weniger Punkte als im vorherigen Level. Siegel. Schockiere eine Wache, indem du eine andere mit einer Stachelmine tötest. Ja, die Fratze passt dazu. Öffne sämtliche Gasventile. Mhm. Töte 2 Wachen mit nur einem Kronleuchter. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob wir das hier schon recht frühzeitig hinkriegen. Denn wir haben nur 2 Stachelminen. So, hoch geht's.
Wobei die jetzt natürlich auch eine große Distanz zu einem. Ich habe doch nach unten gezogen. War das nicht ein Fall nach unten? Hm. Unvollendeter Mord. Na, ich glaube, der Typ ist tot. Ne? Also tot ist tot. Es würde sich anbieten, hier mal eine Stachelmine auszuprobieren. Soll man das doch mal machen? Na, werfe eine Stachelmine. Ja. Das ist keine Stachelmine, das ist eine Bärenfalle. Alles klar. Wo wirst du hin? Na, wir wollen natürlich was sehen. Alles klar, offenbar schießt die Stacheln richtig nach oben hinaus. Sonst wüsste ich nicht, wie man von sowas drauf geht. Aber schön. Schön, schön. Eine effektive Methode. Wir gucken hier mal gerade. Das sind immer noch die gleichen Rauchbomben wie vorher, nicht wahr? Da fehlt das Plus. Finde ich ja etwas bedeppert, dass man jetzt eine neue Fähigkeit hat und sie nicht einsetzen kann, weil es an Equipment fehlt. Also, da weiß ich nicht so recht, was ich von halten will. Okay. Oh, das sind Ratten. Nein, nein, du sollst hoch. Na, hoch. Na, da kommst du natürlich nicht hin. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir diese Ratten erledigen. Ja. Das scheint mir nämlich ein Bewegungsdetektor zu sein. Da hätten uns die Ratten verraten. Watch out for those sensors. They can catch your slightest twitch. So when they sweep across you, stand still. Okay, ja, ich muss mich nicht einmal verstecken, ne? Da haben wir wieder einen dieser Pseudo-Lüfter. Probieren wir es doch gleich mal aus. Tatsächlich. Okay, du hättest dich jetzt da hochziehen sollen. Genau so. Nur jetzt brauche ich es nicht mehr. Zwei defekte Leuchten. Achso, ich dachte, ich hätte was gehört. Läuft da jemand? Okay, das geht jetzt hier ein bisschen in die Gewölbe hinunter, ne? Vermutlich haben die da einen üblen Kerker. Was waren nochmal die Ziele? Ein Schockieren, Gasventile und Kronleuchter. Mit Kronleuchter erledigen. Gott, jetzt dachte ich, da kommt schon wieder jemand von hinten. Diese alten Gebäude haben üblich ein Gasmain in der Basement. Start a leak und wir können das Gas to the rest of the building. Die treibt mir noch in den Wahnsinn hier. Die soll sich vorher ankündigen. Finde eine Möglichkeit zum Anzünden des Feuers. Schockiere eine Wache. Alles klar. Man kriegt anscheinend doch deutlich gesagt, wann man was machen kann. Beziehungsweise eher machen soll.
Wenn ich jetzt etwas da durchwerfe, wird das registriert? Das ist die Frage. Dann könnte ich eigentlich eine dieser Minen hier, nein, Moment, dieser Stachel, doch Minen tatsächlich, hier hinwerfen. Dann werden die, kriegen die das mit? Oder ich werfe es einfach nah genug ran, ne? Aber dann reagieren sie wahrscheinlich nicht auf die Minen, so heißen sie treten nicht rein. Na, probieren wir es einfach aus. Gibt's jetzt Alarm? Ach, da unten ist auch noch ein Hund. Wie ich es machen könnte. Ich könnte ein bisschen Lärm verursachen und die vielleicht dadurch anlocken. Hey, ich muss da schon was sehen. Ja, wie? Das war doch direkt vor seinen Augen. Ah, das ging natürlich total in die Hose. Weiß ich nicht. Mann, es läuft wieder hervorragend. Es läuft hervorragend. The flushing daimyo leaves his bed to find Ruby. And never return. Das ist auch noch einer von denen. Und wäre jetzt sehr ungünstig. Und bei dem sehe ich den Riechradius nicht. Kann das sein? Das da oben sieht man echt ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Das sieht man schon ein wenig schlecht. Ja, also, ich habe keine Tretmine mehr, ne? Quatsch, Stachelmine. Und der Hund, der ist natürlich dauerhaft. Aufmerksam unterwegs, ne? Okay, jetzt sehe ich wieder den Riechradius. Das hier führt dorthin. Was haben wir denn da? Okay. Kann ich das machen? Mit dem hier? Wir schnappen uns auch den Hund. Das kann ich auch mit dem. Okay. Verstecken kann ich die ja jetzt nicht wirklich effektiv. Das ist ja echt alles wieder nach hinten losgegangen. Also das ist ja echt eine
bergauf, bergab, hier, Fahrt. Läuft es ganz gut und dann läuft es plötzlich total schlecht. Und hier haben wir schon wieder einen Fahrstuhl. Ich sag's euch, irgendwann kommt da einer runtergerast und dann werde ich zerquetscht. Wieso ruckelt's denn jetzt gerade so? Guck ich doch erst einmal, ob ich mir die Hauchgranate sparen kann. Now. Now. Gerade ein sehr naher Ausschnitt, den wir da sehen, also ein Bildausschnitt. Ich kann absolut nicht feststellen, was da hinten ist. Okay, eine Tür. Bin ich jetzt über das Ziel hinausgeschossen? Ich weiß es nicht. Da geht's offenbar nicht weiter. Da geht's weiter. Dann werden wir erst dort hinten in die andere Etage wechseln. Och, komm. Dann werden wir wohl eine Rauchgranate investieren. Und das ist wohl der Transformator oder die Gaspumpe oder was auch immer. Checken wir kurz mal die Ziele, da stimmt soweit alles noch. Wir sind hier und da ist die Möglichkeit zum Anzünden des Feuers. Da kommen wir dann auch hin, beziehungsweise auch so. Tja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet erneut viel Spaß hierbei. Ich finde, das Spiel zieht langsam deutlich an. Also es wird schwerer, anspruchsvoller und die Möglichkeiten, die nehmen auch zu, ne? Ja, dann erwarte ich euch wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Game Inc. durchgenudelt, Mark of the Ninja, bis dann.